Gut, gut, also beschweren. Oh, beschweren sollte ich mich daher nicht. Das sieht aber auf jeden Fall schon cool aus hier. So, jetzt übersprechen wir den anderen. Ist ja nicht so viel. Oh. ドラゴンか。ちょっと信じられないな。少なくとも私が以前訪れた時にはその姿は見えませんでしたか。それって前のどうしたの旅？いきなりしりとり大会。アンパン。ああ、終わってしまいましたわ。めちゃくちゃだ。例の制約だね。Okay, bin ich ja mal gespannt. Was steht denn da oben? Ach du Kacke. Das sind anscheinend Weisheitenbla wie immer. Stoßanzeige. SA. Erklär mir Kampfaktion Kettenstoß. Im Normalzustand kannst du damit nach einer Dreierfunk RT drücken und eine Stoßanzeige aufwenden um 50 SK. Ja, wie immer. So. Ist eigentlich was Bekanntes, weil wir es hier als Fertigkeit haben. Warum ist das schon neu? Ah, ne, Partnerwechsel. Nutze einen Partner, sei auch zu ändern. Ja, ja, ist in Ordnung. Sollten wir ja so hinkriegen. Okay, was ist denn dem deine Schwäche? 10.000 Leben, Level 72! What the? Der macht uns doch gleich platt mit einem Schlag. Okay.地獄へ連れてってやるのが俺の理由だ。俺たちの力なら落とさずに沈められたら、なら坊やたちがちゃんと勝てばよかったのに。それに殺すことで救えるやつもいるかもよ。天徳か。お美しい。 同志様ご一行はいつの時代も優等生ぞろいだ。なあ、俺がどう知って知ってたのか。わかるさ。ドーマに挑む者好きなんざそうはいないからな。俺はザビーだ。よろしくどうする。何を。あんたたちには霊法はまだ早い。 ドラゴンがあくびしただけで眠っちまいそうだ。永遠に。ドラゴン退治が私たちの目的ではありません。そうなの？それもつまんないな。ライバルがいた方がもえるのに。ザビーだ。ドラゴンと戦うつもりなんだ。そのつもりだったんだが、パスする。 Naja, cool bist du schon irgendwie. Okay. Dann wechseln wir mal.
Aua. Na gut. Ich glaube, den müssen wir jetzt auf jeden Fall besiegen. Gott, aber der ist ziemlich schwer zu besiegen, also nervig zumindest. Oh, da haben wir noch perfekt abgewehrt. Ah, okay. トリックだ。もうこれぐらいにしようぜ。そっちから仕掛けてきたんじゃないか。だから悪かったってな。俺敵じゃないって。もういいだろ。はい。私たちが争うのは無益ですわ。さすが話が分かる。俺たちは目指してるそのものを。な。 知りません。俺は坊やの陪審になる気はない。ザビーラさん。わったわったって。もう邪魔しないよ。どうしよう。スレイラ。はい、どうしする。俺もう行くから、ドラゴンからちゃんと逃げてくれる。ここには本当にドラゴンがいるのか？ あんたの目は何のためについてるんだい。スレイラ。あいつの力、浄化っていうより、むしろ汚れが食いつくされたような。しわいせっぱす。あんなやつ認めない。殺してまで兵馬を狩る天族なんて、許せない。行きましょう。 今の私たちの目的を果たすために。 Bossfights sind echt extrem nervig. ちょっと待ってて。今止めるから。スレイさん、責任を感じているのさ。 行こう、 ミクリオ、 ライラ。 Zack, so. Ups, war die falsche Taste. Gucken wir hier rum noch, ob hier was ist. Oh yeah, was haben wir hier? Kamille. Sehr schön. Da bin ich ja mal gespannt, wie stark die Gegner hier sind. Harpien. Schwäche, Wasser, ah, perfekt. Was sagen, hat man nicht einen Wasserangriff? Ah, ist gut, ist gut. Machen wir es mal so. Easy. Neue Kampfaktion erlernt. Okay. Das heißt. Abwehrsteigerung. Bei der Abwehr wird die Angriffshäufigkeit von Gegnern, die dich angreifen, erhöht. Ah, okay. Ja. Machen wir mal ein paar Sachen rein, wenn wir Punkte haben. So. Hier hinten dran ist nix. Oh, kann man ja. Hätte mich jetzt auch böse gemacht, wenn ich hätte rumlaufen können. Oh, hätte ich mich. Nee, geärgert hätte ich mich jetzt nicht, aber. Naja. Mal gucken. Hier kann man leider noch nicht drüber. Schätz mal. Vielleicht brauchen wir dafür Wind. Ah, ha.
俺を狙ってるのか？なんで？貴様が同志であると吹聴してるおかげで人心がどれほど乱されているか。でも俺本当に同志。それを証明できるのか？できまい。 Warum möchte eigentlich jeder gegen uns kämpfen? Ist ja furchtbar. Na gut, aber der ist bis jetzt ziemlich machbar. Du hast gesehen, ich bin ausgewichen. Ja, ja, ja. Okay. じゃない。ですね。ヒューマでもありませんし。そうしよう。むしろ逃げる機会をくれてるって気がする。また襲ってくるだろうな。古代語の匂いがする。 So, Kumbo-Effekte. So, Seraph und Arzt und Kumbos haben unheimlich schon eine Aktion für kürzliche Zeiten. 2 Treffer, 3 Treffer, 4 Treffer. Seraphische Arzt verbrauchen viel SK, aber beinahe Kumbo wie BBX links, ja. Wie immer. Jawoll. Was? Och, erschreckt mich doch nicht so. Schwäche Feuer. Das ist sowieso meine Lieblingsform eigentlich, um ehrlich zu sein. Bis jetzt. Fühlt sich einfach viel kraftvoller an und Schwerter fand ich schon mal cool. So, ich wollte da drauf drücken. Okay, wieder 2 Punkte, die wir erreichen müssen für Story. Und die kennen wir ja noch. The Ork. Ey. Ich würde gern einmal ausweichen, danke. Okay, ich wollte eigentlich einen anderen angreifen. Easy peasy. So. Da kommen wieder Harpien. Ja, ist ja gut. So. Falsche Taste. Wenn es nicht unterbrochen werden könnte, wäre das so ein starker Angriff. Aber dafür, dass es eine SA kostet und unterbrochen werden kann, finde ich das schon ein bisschen schade. Easy. Okay, dann das ist ja logisch, dass er durch meine Schüsse durchfliegen kann. So. Das frage ich mich eigentlich auch. Gucken wir aber erst noch hier. Ja, Safran, sehr schön. So. Weil es dann rechts gleich weitergeht. Prüfen wir das Ganze einfach mal. スレイさん、今回は探検家の虫は騒がないんですの？祠に何か伝承にまつわるものがあるかもしれませんのに。確かに興味はあるけど、橋の復旧ができなくて困ってる人のことを考えるとね。我慢我慢、遺跡調査はいつでもできるよ。 スレイさん、私、あなたのこと少し誤解してたようですわ。ごめんなさい、スレイさん。謝るようなことじゃない。日頃の行いのせいだしね。
そうですわね。そこで納得するんだ。Über diese Sticheleien. So. Ja, ja. Verwandelt er sich einfach. Das können wir eh nicht öffnen und das können wir auch. Kommen wir eh nicht durch. Ja, eigentlich will ich ja trainieren, aber. Man kann ja nicht jeden Fight machen. Aber die kann man machen, weil die sind schwach gegen Feuer. Und Layla ist ja wieder am Stissel. Och. Also. 51 Erfahrungspunkte, habe ich gerade richtig gesehen. Ist ja nichts. Übrigens bringt es sogar was, alle. Oder es ist so das Ziel, alle Steine zu finden. Da kriegt man was freigeschaltet. Aber, boah, alle Steine finden. Seraphine in Bereitschaft, nicht den Kopfstein langsam kappe wieder her. Sie können sich auch von K.O. erholen, obwohl es eine ganze Weile dauert. Ein Seraphenwechsel ist also nicht nur ein Rettungstaktik, sondern ein wichtiger strategisches Element in längeren Kämpfen. Einige Bonusfertigkeiten fügen dem Eintreffer einer Kombo einen Elementangriff hinzu. So kannst du auch Seraphen einsetzen, die nicht immer am besten geeignet sind. Okay, nice. Komm mal her, Digga. So. Ja, es hat doch funktioniert, unglaublich. Zack. Befehl Schuhe erhalten, okay. Wollen wir mal gucken, ob sie gut sind. Sind gar nicht mal so schlecht. Komm wieder schon nach Sieg. Aber na gut. Wir steigen immer höher, also langsam habe ich echt Angst, dass hier ein Drache erscheint. Wie sieht es eigentlich XP-technisch aus? Leider ist bald ein Level Up. Ah, Save Point. Das ist immer praktisch. So. Der mysteriöse Seraph. Okay. Das finde ich mal cool, dass wir immer noch die Speicherpunkte abreißen können, was schneller geht. Aber mehr können wir nicht. Schade. So. Eine Höhle. Höhle haben nichts Gutes zu heißen. Okay. Hier ist nichts. Na gut, dann müssen wir in die Höhle. Ja, warum hat es gerade so geleckt? この領域の主に僕らの侵入は悟られてるはずだ。あ、そうだ、ein Drache。別の人、ドラゴン。やばいな、こんなの。逃げるの不可能。私のせいです。自分の記憶を頼って。ドラゴンなどいるはずないと高をくくってしまった。じゃあこのドラゴンは最近現れたってこと？まさかあなたはエドナさん？ああエドナさん、まさかあなたがドラゴンになってしまうなんて。そんなわけないでしょ。二人だからなんでそうなる。ダメよお兄ちゃん。お兄ちゃんってもう私の声も届かないのね。来るわ、全力で逃げて。彼女が探してた天族ライラ。はい、話してる場合。走って。
So, ja, es tut mir leid, dass ich hier einen Cut gesetzt habe. Ich weiß, das ist gerade mega, mega spannend und es tut mir auch wirklich sehr leid. Aber irgendwo muss ich meinen Cut setzen und ich dachte, da wäre erst eine gute Stelle. Ich frage mal nicht, was als nächstes passiert. Das wäre ja ein bisschen spannungsraubend. Und da es ja nicht am Wochenende ist, dachte ich, kann man auch mal so einen harten Cut setzen. Ja, und ich hoffe, die Synchronisation passt ganz gut. Ich habe jetzt ein bisschen umgeguckt, denn ich habe zwei Sachen versucht. Die erste, die hat nicht geklappt. Das war einfach mal die Datei zu nehmen und mit so einem Programm zu überarbeiten, weil das liegt daran, dass es asynchron ist, dass die Framerates ab und zu mal gedroppt sind während der Aufnahme. Und das sollte es eigentlich fixen. Hat es nicht, das wurde noch schlechter und deswegen habe ich jetzt einfach zwei Spuren gemacht, also im Videobearbeitungsprogramm, und einfach die zweite Bildspur gemutet, also blind gemacht, sage ich mal, die ist nicht sichtbar. Genauso wie die erste Audiospur und habe dann die zweite Audiospur im Prinzip dann so gezogen, dass es passen müsste. Das muss ich ja bei jedem Part machen und deswegen bin ich etwas müde momentan auch. Ich komme gerade von der Nachtschicht und habe halt noch viel Programm, sprich einkaufen, schlafen vorher und heute Abend noch Weihnachtsfeier. Gut, es gibt Schlimmeres. Also sage ich mal vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Part auf jeden Fall wieder. Bis dorthin. Tschüss.